Das Tolle war ja, dass die Beta-Community mir wunderbare Menschen offenbart hat. Danke, Anke, danke, Peter, für die Einladung und für das Intro. Und allen heutigen Teilnehmern wünsche ich einen guten Tag oder auf Kroatisch gesagt, Dobar dan aus Zagreb. Ich werde versuchen, jetzt nicht zu so sehr mich vorzustellen. Ich denke, dass ihr durch meine Geschichte in den nächsten paar Minuten ein bisschen besseren Einblick zu mir bekommt oder meinen Zusammenhang zu Beta und zu dem Startup, den wir heute vorstellen wollen. Und die Geschichte fing ja vor 3 Jahren an, als ich zum ersten Mal Nils hörte, und zwar live. Und mir wurde gleich klar, dass das mit Alpha irgendwie nicht ganz komplexitätsgerecht und auch nicht menschengerecht ist. Ich war so begeistert von diesem neuen Wissen, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, welche Irritation und ich hatte und was die Irritation mit sich an sich tragen. Und ich wollte es in der Konzernwelt und ich wollte es gleich mit der ganzen Welt teilen. Ich begann auch gleich mit einem Beratungsansatz, implementierte den Beta-Gedanken in alle Dienstleistungen, in meine gesamte persönliche Kommunikation mit der Welt und sogar auch in die Öffentlichkeitsarbeit, die wir als Unternehmen Veturelli geschafft haben oder in die Welt geschickt haben, weil wir sind sehr stark mit der Kommunikation verbunden. 2019 starteten Viktor und ich sogar eine Konferenz, Chamäleon, wahrscheinlich habt ihr davon gehört, die dabei auch weiter unterstützen sollte. Aber dann kam Covid. Und irgendwann stieß ich auf die Einladung von Peter Pröll zu dem ersten Beta-Codex-Meetup. Einmal international und einmal DACH. Und ich dachte, das ist ja großartig, weil es gibt ja anscheinend noch viele andere Menschen aus der ganzen Welt, die an Beta interessiert sind. Und das Tolle war ja, dass die Beta-Community mir wunderbare Menschen offenbart hat. Mit einigen habe ich sogar die Pandemie oder das Pandemie-Intermezzo genutzt und wir haben uns sogar auch persönlich getroffen. Es gab sehr interessante Gespräche und zwar auch Gespräche darüber, wie man Beta in tagtägliches Geschäft einbinden kann und wie gehen wir damit um? Einmal im Geschäft und einmal auch in der Beta-Community. Was mich aber immer verwirrt hat, als ich die Frage bekommen habe, welche Rolle ich in der Beta-Community oder in Beta habe. Und ich habe nie eine angemessene Antwort darauf gefunden. Es gab mehrere Versuche, ich habe es versucht zu definieren, aber ohne Erfolg. Nun, vor 2 Monaten hat sich das geändert. Jeder, der vor 2 Monaten das Intro von Nils Pfleging bei dem Beta-Codex-Meetup gehört hat, hat ja gesehen, dass er das Beta-Universum vorgestellt hat. Und es hat mir für die Orientierung sehr geholfen, weil er hat ja unterschiedliche Planeten gezeigt. Und übrigens, das Intro könnt ihr auch auf YouTube sehen. Es gibt es, falls ihr es nicht gesehen habt. Was ich damals gemerkt habe, dass ich sehr stark wie ein blaues Planet unterwegs war. Wobei man die blauen Planeten als mediale Elemente betrachten kann und soll. Und mit denen kann man kein Geld verdienen. Die sind in der Kategorie Tell the World. Und das habe ich gemacht und das mache ich immer noch. Aber als Unternehmerin war das nicht gerade ausreichend und für mich persönlich auch nicht zufriedenstellend. Erstens ist es mein Herzensanliegen, Menschen in Organisationen zu zeigen, dass es Organisationsmodelle gibt, die komplexitätgerecht und menschengerecht gestaltet sind, gleichzeitig. Zweitens möchte ich, dass diese Erkenntnis in einer Form eines Produktes weltweit auch skaliert und dass jeder arbeitende Mensch die Möglichkeit hat, den organisationellen Status quo zu hinterfragen und dadurch auch eine bessere Arbeitsweise denkbar oder vorstellbar wird. Und drittens, natürlich bin ich auch eine Unternehmerin und ich möchte als Unternehmerin erfolgreich sein mit dem, was ich tue. Und ich möchte das tun, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin. Also, dass ich in keinen Kompromiss eingehen muss.
Und aus den Gesprächen mit vielen von euch habe ich gemerkt, dass jeder, der auch an Beta glaubt, im tagtäglichen Geschäft manchmal in Kompromisse eingehen muss, um auch das tägliche Brot zu verdienen. Ich werde in dem Beta-Universum auf jeden Fall ein blaues Planet bleiben, aber meine Rolle und Herzensangelegenheit kann ich als orangenes Planet leben. Und das ist in diesem Beta-Universum Bereich Learn the System. Und mit dem Learn the System kann man auch Geld verdienen. Aber um dieses Learn the System im Einklang zu bringen mit dem, was mich selber auch motiviert, braucht es ein starkes Team an Könnern. Menschen, die die Idee gleich verstehen und die bereit sind, auch ihr Können und Zeit zu investieren. Und die beste Person, die ich damals kontaktiert habe, war die Meisterin der Sozialtechnologien, natürlich Silke. Wir können ja nicht in Beta und über Learn the System reden und nicht gleich an Silke zu denken. Und obwohl die Zusammenarbeit am Anfang ganz anders gedacht war, das Interessante ist, dass uns sehr schnell klar geworden ist, dass wir sehr ähnliche Prinzipien haben, und zwar die sehr stark auch ausgeprägt sind, dass wir die Konsequenzen schätzen und das Allertollste ist, dass wir beide sehr in das Gelingen verliebt sind. Und deshalb freut es mich, dass wir das erste internationale Startup gründen, das aus der Beta-Community entstanden ist. Erstens Beta-Community, Beta-Gedanken weiterzubringen und noch zwei Frauen dazu. Was soll man denn dazu sagen? Aber wir sind nicht nur zu zweit. Es gibt noch viel, viel mehr. Wir sind schon ein Team von 7 Menschen mit mit ausgeprägten Können. Jeder von uns ist total unterschiedlich. Wir sind vereint durch eine Idee und das Unternehmertum. Wir arbeiten an der Idee jetzt fast seit einem Jahr und Silke und ich hatten ja auch gerade heute noch so ein Gespräch, wenn wir diese Zeit irgendwie in eine Startup-Investition umrechnen müssten, wären das jetzt schon insgesamt zwischen 750.000 und 1 Million Euro, die investiert sind. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass nicht jeder bereit ist, so viel Zeit auch zu investieren. Aber was ich auch sehr interessant finde, gerade in heutiger Zeit, weil ich schon Covid-19 irgendwie erwähnte, und das hat uns alle irgendwie so geprägt in dieser Zeit, wir hatten dieses unternehmerisches Handeln auf die Distanz geschafft. Zwischen uns ist über 1000 Kilometer Entfernung. Und wir haben uns kein einziges Mal in der Zwischenzeit persönlich gesehen. Keiner von diesen 7 Menschen, weil wir haben auch Coder dabei, also aus dem IT-Bereich. Wir haben uns alles durch Zoom-Calls erarbeitet. Und es geht. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr lustig, wenn heute viel über Remote Work gesprochen wird, Führung auf Distanz, fehlende Kommunikation, alles Mögliche. Ich kann nur sagen, versucht es mal mit Beta. Wir sind ein kleines Team. Wir agieren selbstorganisiert. Und wir haben in diesem fast ein Jahr sehr intensive menschliche Verbindungen und viele unterschiedliche Facetten von jedem uns kennengelernt. Und dazu noch eine Innovation entwickelt. Aber ich würde gerne jetzt auch Silke das Wort übergeben. Vielen Dank, Diana. Ich glaube, ich komme noch mal vielleicht zunächst so aufs Inhaltliche, das noch mal so zu ergänzen. Und was hat uns da angetrieben und um was geht es eigentlich? Also Diana hat das so ein bisschen erklärt, ihre Unzufriedenheit zu sagen, es ist gar nicht so einfach, das in ihre Dienstleistung zu integrieren. Und ich arbeite ja ganz, ganz, ganz lange schon mit im Bereich Veränderung, aber auch im Bereich von Lernen. Und das, was ich so die letzten Jahre noch mal gelernt habe, ist, dass man alles, was im breitesten Sinne mit Selbstorganisationen zu tun hat, man mit klassischen Lernangeboten gar nicht erschließen kann. Also, dass man um Organisationen in die Richtung, ich finde, die wir alle brauchen und auf die wir irgendwie auch ein Anrecht haben als erwachsene Menschen, heißt das, dass wir Angebote brauchen, wo alle Menschen in einem Unternehmen in der Lage sind, gleichzeitig sich mit Themen zu beschäftigen. Möglichst dezentral, möglichst einfach, möglichst mit Freude
Und dass man einfach so den ganz kollektiven Erkenntnisgewinn auch braucht, damit hinterher einfach Veränderungen der Breite auch gelingen können. Also man kann es auch anders ausdrücken. Ich würde mal sagen, die klassischen Führungskräfteprogramme, die haben auch ausgedient, weil einfach diese Skalierung in der Belegschaft rein gar nicht mehr funktionieren kann. Das liegt nicht daran, dass die Menschen oder diese Führungskräfte jetzt dumm wären oder es nicht bringen, sondern dass man diese Rolle auch komplett überfordert und dass man andere Angebote braucht. Auf der anderen Seite, dass nach unserer Einschätzung das Ganze, ich nenne es mal der ganze Lernbereich an vielen Ecken sehr konservativ ist. Wir haben ganz, ganz viel, was im Bereich Training abgebildet wird, wo man weiß, dass nicht so ganz viel hängen bleibt, das tägliche Tun. Auch wiederum nicht, weil die Trainer schlecht sind, sondern weil das an der Konstruktion liegt. Dass E-Learning gut geeignet ist, um selber sich Wissen drauf zu schaffen, aber eben nicht, um kollektiv zu lernen. Und das hat uns beschäftigt, weil wir da auch sehen, dass es einerseits gebraucht wird und dass auf der anderen Seite aber gar nicht so viel da ist. Also wir haben auch nochmal richtig Recherche gemacht und waren dann auch richtig erschrocken, weil wir immer gedacht haben, wir haben irgendwas übersehen, da muss es doch was geben und das geht doch gar nicht. Und ich hatte mich vor 3-4 Jahren schon mal intensiv damit auseinandergesetzt und dachte, in der Zwischenzeit wäre doch ein bisschen mehr passiert, ist aber nicht. Und dann muss man dazu sagen, dass dann auch, wenn man so will, Diana auch schuld ist, weil sie quasi nicht nachgegeben hat, auch darüber nachzudenken, was kann man denn wie digitalisieren. Also ich habe jetzt mit meiner Tätigkeit auch trotz Corona fast nichts digitalisiert, weil die Themen einfach anspruchsvoll sind, in denen wir arbeiten und wir warten, dass wir uns endlich auch wieder sehen dürfen. Und dann war die Frage, wie geht das denn? Und das, was uns jetzt gelungen ist, und ich muss sagen, also ich bin froh über Dianas Zähigkeit an der Stelle, dass wir eben auch gelernt haben, dass man natürlich Digitalität nutzen kann, aber dass man eben auch nicht davon ausgehen kann, dass man Dinge, die man eben real macht oder analog macht, eben einfach übertragen kann. Also an das, was es fehlt, das ist eine andere Form von Didaktik, es ist eine andere Art von Tempo. Also digital ist man eben langsamer unterwegs, als wenn man sich gegenüber sitzt. Dass man auch eine andere Art von Taktung braucht, dass man eine ganze Infrastruktur braucht, damit das auch selbst organisiert geht. Und wir wollten unbedingt auch was schaffen, was weggeht vom Thema des Lehrers oder des Trainers, sondern eben, wo die Interaktion der Menschen in dem Umfeld, in dem sie sind, im Vordergrund steht. Und das hat sicher auch was damit zu tun, dass wir sagen, naja, wir wollen Digitalität auch so nutzen, dass sie einen Beitrag zur Dezentralität gibt. Ich denke, dafür ist so eine Technologie gut, aber auch zum Thema Sustainability, also dass wir auch sicherlich jetzt nach dem, was wir gelernt haben, so unsere Vermutung oder auch das, was wir uns wünschen, dass man auch nicht mehr für alles reist, also dass man für das reist, was wichtig ist, da wo man sich begegnen will, aber dass viele kleine Einheiten auch, denke ich, ohne CO2-Belastung in irgendeiner Form sich organisieren müssen und dass wir auch dafür einen Beitrag leisten wollen und das eben dann so gut wie es geht ermöglichen wollen. Das ist das, was wir wollen und das ist das, woran wir arbeiten. Und die Diana sagt es so schön, dass also was wir jetzt ja heute machen, ist ja so, wir wollen ja gerne so ein bisschen Beispiel sein, auch für euch zu sagen, macht was draus. Also wir hatten vor einem Jahr die Diskussion, ja, was kann man denn mit Beta machen, außer in Meetups zu gehen und dann nach Hause zu gehen und dann vielleicht ein bisschen traurig zu sein, dass nicht ganz so viel geht wie das, was man sich wünscht, sondern dass es eben auch darum geht, dass man sich zusammenschließt und es ist egal, ob in Unternehmen oder zwischen Dienstleistern und Beratern und vor allen Dingen sich eben mit Menschen zusammenschließt, die was anderes können als man selbst. Also, dass man versucht, wirklich diese Interdisziplinarität und diese unterschiedlichen Könnerschaften hinzukriegen und daraus was ganz Neues zu kreieren. Und das, was wir gerade erleben, dass wir das über Distanz hinkriegen, muss ich sagen, für mich ist es persönlich eine helle Freude, weil es einfach auch der Lichtblick ist in einer Zeit, wo man eben sich nicht viel sehen kann und ich gehöre auch sicherlich zu den Menschen, die da eher ein bisschen mehr von brauchen und euch einfach auch zu ermutigen, verdammt nochmal, es wird so viel gebraucht, was noch nicht da ist, schließt euch zusammen, probiert was aus, aber geht auch ohne Vorbehalte rein. Also bei uns ist es jetzt so, jeder hat sich eingebracht, jeder hat ein Stück weit auch wirklich viel Zeit investiert
Und wir haben ganz viel selber gemacht. Also ich finde, es ist so ein bisschen das Garagenmodell und ich finde das super cool. Ich finde das viel schöner als irgendwie so diese investorengesteuerten Dinge, von denen wir auch ganz bewusst nichts wissen wollen und die wir auch gerne unbedingt draußen halten werden. Und dass es eben sowohl auch geht, aus dieser Community heraus wirklich ganz neue Dinge zu erfinden und daraus auch wirklich Unternehmen zu gründen. Und das ist ganz toll und wir berichten da gern weiter von und möchten euch ermutigen, das, was da ist, einfach zu tun.